Im Vorgespräch wurde klar, dass man vielleicht, dass es hilfreich ist, dass ich nochmal sage, was verstehe ich eigentlich unter Design. Denn mein Designbegriff und das, was wir bei Meta gemacht haben, hat sich sehr gewandelt über die Zeit. Und eigentlich ist das, was ich die ganze Zeit versuche, den Unternehmen und den Menschen, mit denen ich arbeite, zu sagen, Design ist strategischer Natur. Und nur, wenn wir die Strategie ins Design spiegeln können, können wir verstehen, was wir überhaupt gedacht haben. Also so ein wenig anknüpfend an das. Ja, oh, das war die falsche Richtung. Und ich habe das mal Design und Architektur im Anthropozän genannt. Insofern waren die ganzen Vorträge eine wunderbare Hinleitung und ich kann mir eigentlich ganz vieles ersparen. Und die Frage ist, wieso kommen wir nicht ins Handeln? Das stellen wir uns auch beim Deutschen Club of Rome. Da fragt man sich, was mache ich da eigentlich? Ja, also ich habe in den 8 Jahren sehr viel über das Thema Nachhaltigkeit lernen dürfen und war sehr oft sehr erstaunt, was ich alles nicht verstanden habe und was ich alles noch lernen muss. Und habe immer wieder festgestellt, sowohl in den Prozessen als auch das, was wir, wenn ich mit Michael Braungart zusammengearbeitet habe, versucht habe zu verstehen, warum die Dinge nicht funktionieren, dass wir sehr häufig genau das nicht machen. Wir versuchen nicht zu verstehen, warum sie nicht funktionieren. Und da drin liegt ein immenses Potenzial. Also sich tatsächlich hinzusetzen und zu sagen, warum sind die Dinge gescheitert, an denen wir doch so viel Herzblut eingesteckt haben. Also woran können wir erkennen, ob etwas erfolgreich ist oder nicht? Und vielleicht noch mal ganz kurz, die strategische Dimension im Visuellen, das ist eigentlich etwas, worüber man ein ganzes Leben lang nachdenken kann. Denn das Visuelle ist sozusagen der Hebel, an dem wir erkennen können, was wir tun. Und ich glaube, erst durch eine ganz klare Vorstellung von unserem Ziel über den gemeinsamen Weg, da kommt dann Sinnhaftigkeit und Begeisterung her. Sehr häufig in den Unternehmen, also man könnte jetzt, vielleicht werde ich auch gar nicht durchkommen durch den Vortrag, es gibt so viele Punkte, an denen man ansetzen müsste. Also was heißt das denn, ja? Wenn wir in den Alltag gehen, wenn wir mit den Unternehmen arbeiten? Und sehr häufig ist es so, dass man sich kurz zusammenfindet und sagt, ja, wir haben schon verstanden, ja, dass man dann ein paar Werte aufschreibt und sagt, ja, diese Werte, die teilen wir alle. Und dann geht man raus und jeder macht was anderes. Und jeder kommuniziert etwas anderes. Das heißt, das ist übrigens auch eines der zentralen Punkte, warum so viele großartige Ansätze gescheitert sind. Dass man das Gefühl hatte, es braucht einen Vorstand mit einem Budget in der Entwicklungsabteilung und hat das ganze Unternehmen nicht mitgenommen. Das heißt, es wurde nicht verstanden, was da passiert. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Aspekt, wenn wir überhaupt Veränderung und Transformation möglich machen wollen, dass wir erkennen müssen, dass es sehr viel mit Kommunikation zu tun hat, sehr viel mit Dialog und nicht mit Diskussion. Das ist eines der ganz entscheidenden Punkte in vielen, vielen Projekten und Prozessen. Also es können Interdependenzen sichtbar werden, Korrelationen, ich kann erkennen, aha, so denkt der. Und ich verrate gleich eines der zentralsten Dinge, die mich immer wieder faszinieren. Meistens bitte ich die Menschen, wenn wir zusammenarbeiten, auf einem DIN-langen Zettel, ja, mit dickem Stift, damit man es auch sehen kann und nicht so dünn, die Idee oder ihre Vision aufzuzeichnen. Und es kommen jetzt zwar keine Kunstwerke raus, aber Sie können erkennen, was sich hinter dem Denken verbirgt. Und erst dann, wenn es tatsächlich für alle sichtbar ist, was der andere gedacht hat und was er eigentlich verstanden hat oder was er sagen will, denn das, was ich sage, muss ja noch nicht wirklich das ausdrücken, was ich eigentlich wollte. Also Design ist ein wunderbares Mittel, um uns eine Vergewisserung dessen, was wir verstanden haben oder was wir eben glauben, verstanden zu haben. Also es geht immer mehr um einen Perspektivwechsel. Und ja, es wurde heute auch schon gesagt, wir haben Verantwortung. Ja, wir tragen Verantwortung. Und diese Verantwortung drückt mich eigentlich immer mehr, muss ich gestehen. Auf der einen Seite, je mehr man erkennt, desto mehr hat man ein Schuldbewusstsein. Ja, ich bin gestern zwangsläufig, musste ich mal wieder fliegen. Seit ungefähr 8 Jahren fliege ich fast überhaupt nicht mehr. Ich fahre also Zug.
die Infrastruktur, die nicht funktioniert, ja, da fällt sie einem auf. Aber aus einer tiefen Überzeugung und. Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, überhaupt sich mit der Thematik intensiv zu befassen, sich darauf einzulassen. Und alle Menschen, mit denen ich in den Prozessen zusammengearbeitet habe, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen, sie hassen den Begriff Nachhaltigkeit, weil er alles und nichts sagt. Und diese ganze Greenwashing-Geschichte ist ein wahnsinniges Drama für die Transformation, weil man natürlich immer jemand findet, der sagt, ach ja, die machen es ja auch nicht. Ja? Das heißt, es hebelt die Glaubwürdigkeit aus, es hebelt die Zuversicht aus und es hebelt auch unseren Willen zur Veränderung aus. Und das ist das große Problem dabei. Ja, also wir tragen Verantwortung, weil wir eine moderne Erzählung, wir brauchen eigentlich eine neue Erzählung. Das war so der nächste Punkt, ja, beim Metadesign, es war eine Werteorientierung. Wir haben immer versucht, die Menschen mitzunehmen. Und zwar alle, über alle Hierarchien hinweg. Also alles an einen Tisch, beziehungsweise alles in einen Arbeitsprozess, wo es nicht um Diskussionen geht. Ich will es nochmal unterstreichen. Es geht um einen Dialog. Denn Diskussionen sind das Zerschlagen des Arguments des anderen. Immer wieder und immer wieder. Das heißt, ich will den anderen eigentlich gar nicht hören. Ich will nur etwas hineindrücken durch meine Informationen in etwas. Aber darum geht es nicht. Es geht um ein tieferes Verständnis. Ja, I have a dream. Wäre das nicht schön, wenn wir endlich mal wieder träumen dürften, wenn wir Wünsche hätten und diese Wünsche dann tatsächlich auch umsetzen könnten? Ich glaube, wir brauchen eine positive Vorstellung von der Zukunft. Das ist auch im Club of Rome, im deutschen Club of Rome, immer wieder die Diskussion, dass wir sagen, wenn wir vom Wissen ins Handeln kommen wollen, dann brauchen wir eine positive gemeinsame Vorstellung von der Zukunft. Und das geht nun mal ganz wunderbar über das Visuelle. Es ist ein großartiges Mittel. Das Visuelle kann Menschen begeistern, das kann sie berühren, das kann sie natürlich auch schocken. Ja, die Schockwellen gehen gerade durch die Welt. Ja, das, was das Visuelle mit uns macht, das ist ein unglaubliches Machtinstrument. Insofern helfen diese inneren Vorstellungen, positive Bilder gemeinsam zu kreieren. Und es geht immer um den Begriff gemeinsam. Was nicht heißt, dass der eine eine richtige Zeichnung gemacht hat, sondern wenn Sie es einmal erleben, es ist ungeheuer, ja, dieses Offenlegen und Erkennen und dann zusammenführen. Also ein bisschen Erfahrung braucht man schon, aber es macht eine unglaubliche Freude. Es entwickelt eine immense Kraft. Und das Erstaunliche ist, die wenigsten machen es. Warum eigentlich? Daniel Nahm hat dieses wunderbare Modell entwickelt. Und er hat es, das ist ganz spannend, wenn man das mal sieht. Die Welt ist ja ein geschlossener Kreis, ist ja geschlossen. Ja? Wäre sie offen, dann würden wir nicht überleben können. Nicht einen Bruchteil einer Sekunde. Es ist ein geschlossenes System. Und in dieses geschlossene System extrapolieren wir die ganze Zeit. Und er hat es mal heruntergebrochen, so ein Denkmodell. Ich fand das großartig, weil wenn man da mal ins Zentrum geht, dann steht da selbst, ich und wir. Und richtig im Zentrum steht das Selbst. Ja, wir sind beim Ich hängen geblieben. Wir sind beim Ego hängen geblieben. Wir sind beim Ego als Machtinstrument hängen geblieben. Und daraus ergibt sich dann diese Gier, dieses endlose Wollen nach mehr. Harald Lesch hat neulich einen Preis bekommen und es war großartig. Er sagte, die Technologie wird es nicht richten. Es ist das Verhalten. Absolut richtig. Wir haben alles, wir wissen wahnsinnig viel, aber wir verhalten uns nicht danach. Und wenn wir es schaffen, dahin zu kommen, also ich jedenfalls in dem Vortrag, dann versuche ich auch nochmal aufzudröseln, was passiert denn da eigentlich? Ja, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also das alles, wir haben ein endloses Bewegen und Verändern. Und er hat noch etwas Schönes gesagt. Die einfachsten Dinge sind immer die, die am besten hängen bleiben, jedenfalls bei mir. Er hat gesagt, bleiben Sie einfach mal zu Hause. Machen Sie einfach nichts. Gar nichts. Gehen Sie spazieren, fahren Sie Fahrrad, machen Sie nichts. Das war die große Empfehlung, die unglaublich viel Energie spart. Ja, es ist einfach wahr. So,
Also das haben Sie heute schon vielfach gehört und natürlich, ja, Klima, das Narrativ. Also das ist so die neueste Erkenntnis. Plötzlich war ja der Begriff Narrative in der Welt. So, und sowohl Marke als auch Nachhaltigkeit als auch das Narrativ, die haben ja immer ganz wunderbare viele Väter und Mütter und plötzlich ist auch alles und nichts. Aber es ist ein ganz entscheidender Aspekt. Und das habe ich nach, ich weiß nicht, wie lange befasse ich mich mit dem Thema? 1990 hat es angefangen, davor war es auch schon präsent, weil ich mich gefragt habe, ja, Frederik Vester, kybernetische Kreisläufe, sensationell, was dieser Mensch alles erkannt hat und wie er darüber geschrieben hat. Das waren für mich wirklich neue Entdeckungen. Und so bin ich eigentlich dahin gekommen, dass ich möchte meinen Master in Berlin zu diesem Thema machen und endlich mal eine anständige Ausstellung. Daraus wurde nichts, ich habe dann gleich ein Unternehmen gegründet. Aber also auch da war die Kommunikation, ja, die Darstellung, das Visuelle, das Übersetzen ein ganz entscheidender Punkt. Und ich glaube, dass das Narrativ eine ganz wesentliche Parallelität darstellt. Narrative, vielleicht nochmal ein Versuch der Erklärung. Narrative sind Erzählungen und Geschichten, die sich im kollektiven Unterbewusstsein verankern und unser Denken und unsere Vorstellung und unser Handeln jenseits der kognitiv Erkannten und das zum bestimmen und das zum Teil über Jahrzehnte. Das heißt, es fundiert in die Gesellschaft. Es ist sozusagen im kollektiven Gedächtnis, was wir attraktiv finden, wie wir sein wollen, welche Geschichten wir erleben. Und das ist auch kulturell sehr, sehr unterschiedlich. Und es prägt unser Leben und es prägt unser Handeln. Ja, macht euch die Erde untertan. Das fängt schon mal schlecht an, würde ich sagen. Ja. Weil damit wird man irgendwie groß. Wir sind doch die Schöpfung, die Krone der Schöpfung. Aus der Schöpfungsgeschichte, dem Auftrag Gottes an die Menschen, wir hatten den heute schon mal, den Gott, ja, wurde eine Geschichte von Ausbeutung und Zerstörung. Wir haben es bis aufs Äußerste getrieben wohl. Schneller, höher, weiter, mehr. Auch das. Das heißt, es tickt in unseren, wie ein Virus, in unserem Organismus. Es ist präsent. Eine Vorstellung, warum wir was wie tun, prägt unser Denken und unser Handeln. Ja, und dass Wissenschaftler sich schon seit wahnsinnig langer Zeit auf den Weg gemacht haben, gesagt, Vorsicht, das geht nicht. Wenn wir den Zielpunkt überschreiten, dann werden wir gewaltig Probleme haben. Und das ist nur ein Beispiel von wahnsinnig vielen. Und wenn man jetzt die COP28 sieht und dass darauf, ich weiß nicht, 2300 Lobbyisten angemeldet waren oder 3500, ich weiß schon gar nicht mehr, ja, dann weiß man, warum die Welt so aussieht, wie sie aussieht. Ja? Das heißt, sie setzen dieses Narrativ, sie setzen Zweifel. Und irgendein Wissenschaftler wird schon gerade Geldnot haben und für seine Forschung Geld brauchen. Es ist leider immer so gewesen. Ja, ja, bereits 1974 warnten zwei Physikchemiker vor den fatalen Folgen von FCKW. Sie haben fast ihr Institut verloren. Sie wurden extrem angefeindet. Es wurde behauptet, dass die ganze Industrie in Amerika zusammenbrechen würde. Hat funktioniert. Und das ist, schauen Sie sich übrigens Arte den Film an, Klima im Würgegriff der Ölindustrie. Es ist wirklich, es ist fatal. Ja. Ich musste zweimal, mehrfach unterbrechen, ich habe es einfach nicht ausgehalten. Also habe ich mir das Ganze zweimal angeschaut. Aber dort wird der Mechanismus des Zweifelstreuens. Wie kann ich Öffentlichkeit herstellen und wie drücke ich meine Meinung in diese Öffentlichkeit? Also diese Dringlichkeit, wie kann ich die verschieben, Zweifel streuen? Ja, und die Geschichten beeinflussen unsere wirtschaftlichen Entwicklung und Entscheidung. Und da gibt es auch wahnsinnig interessant Skiller, der Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, normalerweise sind es ja Mathematiker und Statistiker, ja, und die halten sich an diesen Themen fest. Und er hat plötzlich aus dem Nichts kam die Information in der Öffentlichkeit, oh, wir müssen uns um das Narrativ kümmern.
Wir müssen schauen, was die Vorläufer sind für wirtschaftliches Handeln. Und hat mit seinem Institut sehr, sehr lesenswerte Bücher, also sehr, sehr interessante Studien hergestellt und daraus auch natürlich Literatur gemacht. Und da wird sehr, sehr deutlich, dass die wirtschaftliche Entwicklung sich sozusagen auf allen Ebenen in der Kommunikation wiedergespiegelt haben, bevor sie sich realisiert haben. Man könnte jetzt auch sagen, es gibt schon eine sehr alte, 5000-jährige, ich sage immer indische Weisheit, achte auf deine Gedanken, den Gedanken werden zu Worten, achte auf den Worte werden zu Taten, achte auf deine Taten, den Taten werden zur Gewohnheit, achte auf deine Gewohnheiten, denn es wird zu deinem Schicksal. Quantenphysik, ja, unser Denken bestimmt darüber, wie unsere Welt aussieht und nichts anderes. Ja, und wir haben immer noch die alte Vorstellung, ja, die leere Welt, und sie ist aber mittlerweile sehr voll. Rekorde auf allen Ebenen, Sie haben es schon gehört. Und eines ist, glaube ich, ganz fatal, denn unser Gehirn ist auf kurzfristiges Denken programmiert. Das heißt, alles, was da weit weg ist, das ist zu abstrakt. Wir müssen es näher an uns heranrücken. Wir müssen verstehen, was die Parameter sind. Wir müssen auch die Komplexität lernen zu durchdringen und sie zuzulassen. Auch das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja, das letzte Jahr waren 1,09 Grad. Und die Steigerung ist klar. Wir werden wahrscheinlich sehr deutlich auf 2 bis 3 Grad zulaufen. Diese Konsequenzen haben Sie sicher auch schon in der Presse gelesen. Das wird dann nicht nur 230 oder 360 Millionen Flüchtlinge bringen, sondern Milliarden. Die Erde wird in bestimmten Gebieten einfach nicht mehr bewohnbar sein. Auch da sehr hilfreich die Rede zu seiner Preisverleihung von Lesch. Auch das ist sehr, sehr erhellend. Ja, die große Beschleunigung. Alle Dinge haben sich immens beschleunigt, weil wir wollen ja was tun. Und das stimmt. Ja, ich hätte eigentlich auch schon aufhören können und nach Metadesign sagen, okay, jetzt lege ich mich mal an den Strand oder gehe in die Berge oder genieße mein Leben. Nein, was mache ich? Ja. Und jedes Mal, wenn es weniger wird, denke ich, oh, da tickt doch was. Und das ist ein Narrativ, nach dem ich groß geworden bin. Leistung, Bewegung, Veränderung. Das heißt, wir haben das, wir sollten dieses Narrativ wirklich nicht unterschätzen. Und dieses Trommelfeuer an schlechten Nachrichten hat natürlich auch Konsequenzen. Immer mehr Jugendliche schauen mit großer Angst in die Zukunft. Man kann es einfach nur, und ich mittlerweile auch, so die Frühstücksgespräche mit 2 Zeitungen und immer mehr schlechten Nachrichten, die werden auch immer... Also im Wesentlichen ist nachhaltige Entwicklung ein Wandlungsprozess, in dem die Nutzung von Ressourcen, das Ziel von Investitionen, die Richtung technologischer Entwicklung und institutioneller Wandel miteinander harmonisieren und das derzeitige und künftige Potenzial vergrößern. Das heißt, wir reden eigentlich über eine Potenzialvergrößerung. Ja, das sind Möglichkeitsräume, die sich auftun. Auf allen Ebenen, wenn wir uns wirklich mit der Thematik befassen. Ja, Geschichten erzählen anstatt Statistiken zitieren. Eindeutig, auch das ist eine Empfehlung, die ich Ihnen nur ans Herz legen kann. Das Gehirn ist kein Entscheidungsorgan, es ist ein Problemlösungsorgan. Und es wird heute mit Problemen konfrontiert, auf die wir nicht vorbereitet sind. Das ist ein großes, ein wichtiges Thema. Aber wenn wir die Augen verschließen vor den Dingen, die vor uns stehen, dann können wir uns auch nicht auf den Weg machen. Ja, dann werden wir auch nicht Lösungen entwickeln, um die Welt ein bisschen besser zu gestalten. Also je länger wir an alten Erfolgsmodellen, alten Glaubensgrundsätzen festhalten, desto schwieriger wird es und desto dramatischer wird der Prozess der Veränderung. Das sagen übrigens auch alle Wissenschaftler schon Jahrzehnte. Es braucht eine Neuorientierung im Denken der handelnden Personen. Es fängt im Denken an. Und wenn Sie Lust auf Quantenphysik haben, dann kann ich nur Hans-Peter Dürr empfehlen, der
wahnsinnig klug darüber nachgedacht, der es wirklich verstanden hat. Ich verstehe wirklich nichts. Ich kann es nur erahnen, was die Konsequenzen sind. Und ich weiß, dass mein Denken A, etwas mit mir macht und etwas mit meinem Umfeld macht. Und dass Werteveränderungen in Unternehmen wie ein morphogenetisches Feld wirken. Andere Führungskräfte setzen andere Werte. Sie müssen es noch nicht mal so eindeutig sagen. Sie müssen sich nur verhalten. Und schon verändert sich die ganze Kultur im Unternehmen. Ja, klar, wir müssen weg vom Ab- und Raubbau der Ressourcen hin zum Aufbau geschlossener Kreislaufsysteme. Was das heißt und was die Konsequenz ist, da sind wir heute Morgen schon ein Stück klüger geworden, finde ich. Weil wir müssen tatsächlich diese Wesentlichkeitscheck, genau, das war's, ganz einfach. Aber den halte ich wirklich für immens wichtig. Ja, wir können nicht alle Probleme gleichzeitig lösen, aber wir müssen an vielen Punkten gleichzeitig arbeiten. Aber wir müssen sie sichtbar machen, damit wir damit auch arbeiten können. Und beim Metadesign war so mein liebster Prozess, war ein Problemvertiefungsprozess. Der tut erstmal weh, ist aber immens wichtig. Weil wenn ich nicht verstehe, wo wirklich ein Problem ist, dann kann ich auch keine kybernetischen Kreisläufe in Gang setzen, also um den kybernetisch wirksamsten Punkt zu finden. Also es geht um den Zusammenhang und darüber, dass wir über den Tellerrand hinausdenken. Dass wir tatsächlich völlig andere Disziplinen, völlig andere Erkenntnisse und Experten dazu holen, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Und zwar am Anfang. Und im Anfang müssen wir vom Ende her denken. Ja, auch das ist immens wichtig. Aristoteles hat was wahnsinnig Schönes gesagt. Es gibt so ein paar Aussagen, die mich mein ganzes Leben begleiten, seit ich sie gelesen habe. Und er hat gesagt, im Anfang liegt die Qualität. Er hat nicht gesagt am. Und das ist ganz entscheidend. Das heißt, ich begebe mich in dieses Thema hinein und ich forme es und bilde es und es trägt wahnsinnig weit. Also ich kann das aus allen Visionsprozessen nur sagen, wenn man es einmal geschafft hat, die Menschen für diesen Prozess zu begeistern, dann entwickelt sich eine immens positive Energie in den Unternehmen. Kognitive Dissonanz, ja, auch ein ziemliches Problem von der Überwindung der Selbsttäuschung. Die kollektive Sackgasse, Verlustaversion und Verlustverzerrung, das heißt, wir schauen auf die falschen Dinge und laut Studien sind 91% der Deutschen dafür, die Wirtschaft klimafreundlich umzubauen. Aber sobald es konkret wird, macht Klimapolitik vielen Menschen Angst. Und das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Aspekt, diese Angst davor. Unser Gehirn ist auf kurzfristiges Denken angelegt und gewichtet alles Negative höher. Ja, wenn das Finanzamt mal wieder von meinem Konto eine zweistellige Summe abzieht, dann bin ich erstmal wahnsinnig sauer, oder? Geht Ihnen das anders? Das heißt, dieses Weggeben ist viel, viel schmerzhafter als das Bekommen. Und das Bekommen, das hat mich auch 30 Jahre Metadesign gelehrt, jede Gehaltserhöhung ist in kürzester Zeit völlig normal. Und man denkt schon über die nächste nach, oder? Stimmt's? Also wir brauchen eine neue Erzählung, um den Gewinn der Veränderung zu verdeutlichen. Wir müssen auf den Gewinn der Veränderung hin fokussieren. Und das müssen wir auch kommunizieren. Und das ist, was gerade total falsch läuft in der Politik, dass sie die positiven Dinge nicht fähig ist zu kommunizieren. Wir stürzen uns auf die negativen Aspekte und suhlen uns nachgerade darin. Ist doch schrecklich, oder? Wir müssen aus dieser Polarität raus. Also je länger wir an alten Glaubensgrundsätzen und Erfolgsmodellen von gestern festhalten, desto dramatischer ist der Innovation- und Transformationsstau. Es ist gar keine Frage. Ja, im Spannungsfeld von Vision und Narrativ. Und das ist etwas, was mir erst bei einem Prozess in den letzten Jahren deutlich geworden ist. Dass es auch da eine Polarität gibt. Wir leben in einer polaren Welt. Wir brauchen, wenn wir Narrative, wenn sich die festgesetzt haben in der Gesellschaft, die sind ja nicht von selbst erstanden. Die wurden geformt. Also sollten wir neue Narrative formen. Das heißt Verhalten, Werte, wohin, wie sehen wir die Welt, wie wollen wir leben,
auf der einen Seite. Und dann brauchen wir die Vision. Das heißt, wir brauchen eine Basis und wir brauchen etwas, was uns zieht. Wir sagen können, ja, es wird anstrengend und ja, wir müssen die Ärmel hochkrempeln und ja, es wird irgendwie auch anstrengend und schwierig sein. Aber wir wollen dahin. Und dieses Wollen, wir müssen vom Müssen zum Wollen kommen. Wir wollen eine positive Zukunft gestalten. Und die Basis ist das Narrativ. Ich kann nichts anderes sagen nach 35 Jahren Arbeit in dem Thema. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Schlüssel. Also schauen Sie sich an, egal in welchem Unternehmen Sie sind, was ist das Narrativ, was die Gesellschaft prägt? Was ist das morphogenetische Feld, in dem Sie sich bewegen? Und dann, wo wollen Sie hin? Und dann beschreiben Sie die Werte, die Sie dahin tragen sollen. Und die Strategien und natürlich die Ziele. Und ich weiß auch nicht, alles. Alles, was heute schon gesagt wird, ist wesentlich. Ja, wir können die Probleme, vor denen wir stehen, nicht mit dem gleichen Denken lösen, indem wir sie geschaffen haben. Einstein hat auch das schon gesagt. Ja. Das heißt, es hat was mit unserem Denken zu tun, wie wir die Welt sehen. Eindeutig ist, wir brauchen, das ist wunderbar, das haben wir jetzt Jahrzehnte oder Jahrhunderte gemacht, worum es geht, ist Bedürfnisse sich anschauen, die Lebenswelt der Menschen reflektieren und zwar in ihren Kulturräumen und die Probleme. Ich meine, wenn wir die Probleme lösen, vor denen wir stehen, dann haben wir wahnsinnig viel zu tun, oder? Dann werden alle Kräfte gebraucht. Und es werden auch die jungen Kräfte gebraucht und die alten auch. Wir können nicht sagen, nun ja, wir haben euch den ganzen Rappel eingebrockt, jetzt verabschieden wir uns mal an den Strand. Ich finde, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Wir haben da eine andere Verantwortung. Ja, Kondratjew, auch sehr spannend. Ich glaube, ich bin schon weit über der Zeit. Gut. Und der hat dieses Modell aufgesetzt. Es war ein Mathematiker, der leider für genau dieses Modell umgebracht wurde in der Sowjetunion. Und der hat festgestellt, dass es so Entwicklungstreiber gibt. Und dann war es die Dampfmaschine oder der Massentransport oder die Produktion Stahlchemie oder es war mal die individuelle Mobilität und das Internet. Und sehr häufig diskutieren die Wissenschaftswelt in der Soziologie und in der Wirtschaft, was sind denn die nächsten Treiber? Vielleicht haben Sie sich schon mal damit befasst, vielleicht sind Sie schon mal begegnet. Und es wird immer deutlicher, es ist das Soziale, es ist Materialgesundheit, es ist Werkstoffrecycling, es sind erneuerbare Energien und es ist Wassermanagement. Das sind die zentralen Treiber. Und die sind übrigens die Cradle-to-Cradle-Basiselemente, wie ich lernen durfte. Wobei es auch da Sollbruchstellen gibt. Es gibt nicht eine Lösung. Und ich glaube, wir müssen uns diese Kraft erhalten, ein Stück weit zu sagen, ja, es sind 80%. 100 werden wir sowieso nicht erreichen. Popper hat mal gesagt, oh, das ist einer meiner Lieblingssätze, die mich mein Leben lang begleiten. Wir irren uns empor. Das ist das Äußerste, was der Mensch erreichen kann. Wir irren uns empor. Ich habe das Gefühl, wir irren uns eher hinab oder hindurch, oder? Also auch Popper, sehr, sehr lesenswert, wahnsinnig kluger Kopf. Schellenhuber, der des Öfteren auch dafür kämpft und sagt, die Baubranche, da gibt es die Architekten, die sind die Lösung für ganz viele Themen. Ich bin davon überzeugt, dass ich in wenigen Jahrzehnten eine biobasierte Kreislaufwirtschaft durchsetzen kann, bei der die Architektur mit Holz, Lehm und Bambus eine zentrale Rolle spielt. Was zudem eine fantastische Option zur Entfernung von historischen CO2-Emissionen aus der Luft ist. Sie haben einen großen Fürsprecher gewonnen. Und das ist auch toll, manchmal gibt es ja doch so Hoffnungsschimmer, ja, wo man sagt, es funktioniert. Wenn Menschen etwas gemeinsam wollen, wenn sie von etwas träumen, wenn sie die gemeinsame Basis haben und an der gemeinsamen Zielsetzung arbeiten wollen. Und so ist das Votum gegen Ölförderung, vielleicht haben Sie es mitbekommen, in Ecuador hat sich erstmals eine ganze Nation per Volksentscheid gegen den Abbau fossiler Brennstoffe entschieden. Ist doch großartig. Champagner, könnte man sagen.
Ja, also hören wir auf zu denken, was alles nicht geht und fangen wir an, uns zu fragen, was wir eigentlich wollen und können. Herzlichen Dank. Was auszuhalten. Also jetzt zumindest, Entschuldigung, im Bauen, womit ich mich ja vor allem beschäftige, ist ja diese komplette Abgestumpftheit zu schlechter gebauter Umwelt. Also na, wir reden natürlich irgendwie immer und irgendwie und alles neu denken, da reagiere ich dann immer ein bisschen allergisch drauf, weil unsere Welt ist im Grunde gebaut, zumindest im globalen Norden. Aber ich frage mich dann immer, wo kommt diese Angst vor der Veränderung her? Weil wenn man mal mit wachen Augen so durch unsere Welt geht, dann sieht man ja eigentlich, ich glaube, vorher hat es irgendwer gesagt, ich glaube, Sie haben so schön gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass nichts passiert. Und im Grunde ist ja jede Veränderung, also im Bauen zumindest, ja ein Schritt nach vorne. Und die Frage von wo starte ich und warum haben wir eigentlich diese wahnsinnige Abgestumpftheit gegen schlechte Qualität, das treibt mich wahnsinnig um, was da, weil sonst ist es immer klar, wir brauchen Narrativ und Vision, aber alle blenden das Hier und Jetzt aus und das ist ja eigentlich unsere Absprungsbasis in was auch immer wir nach vorne hin tun. Ja, absolut, ich kann das nur unterstreichen. Ja, also diese, das ist ja eine ästhetische Bildung, hat ja was mit Bildung zu tun. Ja. Und das ist, also jedenfalls in den Prozessen, wenn ich sie begleite, ist so das, der Geschmack das größte Problem. Ja, wenn Sie in ein Unternehmen gehen und Veränderungsprozesse insbesondere dann in eine visuelle Dimension überführen, dann reagiert der Geschmack. Früher gab es Geschmacksbildung. Dieses gibt es nicht mehr. Das heißt, wir stumpfen natürlich ab, weil uns die Dinge auch tatsächlich nur ganz selten begeistern. Ja, wir verschließen die Augen. Also ich merke das an mir auch, wenn ich durch Berlin gehe, ich gucke immer weniger wirklich hin, weil ich das Gefühl habe, oh mein Gott, das ist alles noch viel schlimmer geworden. Ja. Und es ist die Geschichte. Also das, was am Anfang stand, im Sinne von Gebäude mit Geschichten verbinden, also mit einer Erzählung, mit einer Idee, ich glaube, das ist ganz wesentlich. Ja. Herr Benisch. Dankeschön. Ich würde da gerne auch was hinzufügen zu dieser Frage. Weil es eine sehr interessante Frage ist. Wir müssen, also die prägende Zeit ist ja die frühe Kindheit. Und wenn wir uns anschauen, nach welchen Kriterien wir Schulen und Kindergärten bauen, nach, im Moment wird die neue Sau der Vorfertigung durchs Dorf getrieben, ja, darf man ja nicht vergessen. Das heißt, also die Kriterien unseres Bauens sind immer die 3 Jahre, 4 Jahre Entstehungsprozess des Gebäudes und nicht der Lebensprozess und der Zweck des Gebäudes. Und das prägt natürlich ungeheuer. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, vorhin wurde mal nach die Kapitalismusfrage gestellt, die Marktwirtschaftfrage gestellt. Im Bauen haben wir ja keine Marktwirtschaft, das dürfen wir ja nicht vergessen. Wir haben ja kein Nachfragebauen, wir haben ja ein reines Angebotsbauen. Das heißt, die Leute müssen jede Wohnung, jedes Haus nehmen, das irgendwie auf den Markt kommt. Und ich hatte mit einem Investor die Diskussion, der gesagt hat, warum, der Erfolg gibt mir doch recht. Und ich sagte, nein. Der gibt dir überhaupt nicht recht, der Erfolg, sondern du kannst jeden Scheiß bauen und der Markt wird es dir abnehmen. Also wir haben tatsächlich keine Marktwirtschaft im Bauen im Moment, kein Nachfragemarkt. Und das hat natürlich auch qualitative Konsequenzen. Ja, also ich kann es nur unterstreichen. Also die ästhetische Entwicklung, die ist irgendwie stehen geblieben. Die ist bei den Designern und Architekten und bei vielen Menschen ist die vorangeschritten und es hebt sich auch ab.
Aber sie ist in der ganzen Breite. Also wenn ich mit Führungskräften arbeite, ganz im Ernst, so am Anfang hat die Frau noch die Anzüge rausgelegt und auch die Krawatte. Ja. Und ich habe mal an der Europäischen Wirtschaftshochschule unterrichtet und da wollten wir eigentlich mal ein Projekt starten, dass wir in die Wohnzimmer der Führungskräfte gehen. Das heißt, einfach mal zeigen, wie die zu Hause leben. Und Teilen der Studenten ist es tatsächlich gelungen. Es war interessant. Und man hat wirklich gemerkt, wie dieser Geschmack dann auch in das Unternehmen getragen wurde und dort natürlich auch eine Konsequenz mit sich gebracht hat. Ja? Also wir müssen von dieser verdammten Geschmacksfrage weg. Das war früher mal eine Bildung, also um Geschmack zu bilden. Kant hat es mal so schön formuliert. Ja? Wir müssen Geschmacksbildung lernen und dann kann man sagen, ja, gefällt mir nicht. Also wir müssen andere Kriterien finden, wonach wir erkennen können, dass etwas passt oder nicht. Ganz schöner Punkt auch. Richtig oder falsch gibt es überhaupt nicht mehr. Gab es wahrscheinlich sogar noch nie. Ja? Aber passt es zu mir? Passt es zu meiner Idee? Passt es zu meiner Strategie? Oder passt es nicht? Innovationsprozesse, das mag Sie überraschen, mich hat es jedenfalls oder nicht überraschen, mich hat es sehr überrascht, dass Innovationsprozesse in Unternehmen nichts mit der strategischen Ausrichtung zu tun haben, sondern purer Zufall ist. Purer Zufall. Ja. Ja, hallo, mein Name ist Maike Schlick, ich bin Architektin und ich habe jetzt keine Frage, es ist nur ganz interessant, wir sprechen ja gerade über Geschmack, Gestaltung, Ästhetik und die Bildung dazu und ich habe hier an der TU studiert, ist schon eine ganze Weile her, 1988 bis 1993 und damals habe ich mich nicht wohlgefühlt, wenn ich in die Fakultät reingegangen bin und ich war eben ein bisschen früher da, dachte ich, guck mal, wie das heute ist, es war ja irgendwie zwischendurch, glaube ich, auch mal saniert worden und ehrlich gesagt, ich war schockiert. Also wenn man in das Gebäude da drüben reingeht, das hat, wenn man, also dieser Eingang, der lädt einen überhaupt nicht ein, der ist dunkel, der ist schmutzig, also ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden und wir sollen junge Architekten, die da anfangen, das zu lernen, also da ist der Anfang nicht gemacht und eigentlich sollte das doch da eigentlich auch schon stattfinden. PISA, sage ich nur. An diesen Schulen will man nicht lernen, auf diese Toiletten will man nicht gehen. Ja. Aber das ist doch eine Katastrophe. Ja, natürlich ist es eine Katastrophe. Wir verstehen es ja nicht. Das Emotionale ist nicht wichtig. Ja, wir verschieben das immer. Wir drängen es oft weg und tun so rational und so logisch und so sonst was. Und dann kommt die Emotion. Ich komme gerade von einer Aufsichtsratssitzung und ich sage Ihnen, die Emotionen, der Elefant, der da im Hintergrund immer durch den Raum läuft, ja, der ist eigentlich das Prägende. Die Fakten sind nicht das Prägende. Ja, vielleicht jetzt, wir wollen ja nachher auch nochmal diskutieren und ich will jetzt auch nicht den Zeitrahmen sprengen, aber weil mich das auch einfach so wahnsinnig beschäftigt, ist es nicht vielleicht auch bei deinem Beispiel, Stefan, wir haben einfach auch diesen professionellen Disconnect. Also wir reden ja immer über Verantwortung und mir werden ja auch mal viele Projekte gezeigt. Und ich frage dann immer, würden Sie da selber wohnen und arbeiten wollen? Und dann merkt man echt bei ganz vielen, wie sie zucken. Da sage ich immer, ja, wenn die Antwort Nein ist, dann sollte einem das was sagen. Und ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen ein Problem. Ich weiß nicht, wie das bei Designern ist, aber man macht da was für den Kunden. Aber ich glaube, diese persönliche Betroffenheit, weil zumindest im Bauen, die Sachen wachsen ja nicht, das entscheidet jemand, das macht jemand, auch so eine Sanierung. Und wir haben da, oder wahrscheinlich in jeder Branche, diesen Disconnect und diese persönliche Betroffenheit fehlt. Und da muss man ja sagen, wir sind ja zum Glück alle keine Ärzte, wo man das wahrscheinlich anders nicht aushält. Aber ich glaube, im Bauen oder vielleicht auch im Design, glaube ich, ist das so mit der Grund, warum wir das nicht in die Reihe kriegen, weil da geht es ja gar nicht um Verantwortung, sondern ich immer nur die Frage, ich schaffe Raum für Menschen und würde ich mich da selber drin wohlfühlen? Und ich finde es immer ganz spannend, wenn ich die Frage stelle, bei wie vielen dann irgendwie erstmal so ein oh, echt? Und dann fangen die erstmal an, so drüber nachzudenken. Und das finde ich auch, also auch die Bezug zu seiner Arbeit ist vielleicht bei vielen einfach gar nicht so richtig persönlich da. Ja, also man könnte da jetzt ganz viel dazu sagen und das machen wir dann auch später, ja. Aber ich glaube, so eines ist, dass gutes Design zu machen oder eine gute Architektur alleine reicht nicht mehr. Ich muss sie kommunizieren können. Und ich muss, im Design ist es jedenfalls
essentiell. Sie müssen das Unternehmen mitnehmen. Sie müssen Parameter haben, wo Sie sagen, das und das und das und das waren die Kriterien. Und wenn wir jetzt miteinander arbeiten würden, dann würde ich sagen, öffnen und verdichten, öffnen und verdichten, öffnen und verdichten. Im Sinne von immer wieder aufmachen und die Themen und die Trends und die Entwicklung und die Zahlen und ich weiß nicht was anschauen. Und dann kommt die Verdichtung und die Verdichtung hat was mit emotionaler Durchdringung zu tun. Sonst kommen Sie nicht zu einer Vision. Sie kommen auch nicht zu einem Punkt, der sagt, oh wow. Das fasziniert mich. Das ist nicht Marketing. Ja, das ist nicht ein netter Spruch. Das ist eine Verdichtung von vielen Gedanken, die sozusagen in sich eine innere Logik haben. Das ist wie eine mathematische Gesetzmäßigkeit. Das ist Physik oder Quantenphysik, wenn Sie so wollen. Aber es geht nicht, dass ich sage, ich setze mich mal ein Stündchen hin und dann mache ich einen netten Spruch. Das ist es nicht.